Hi Leute. In dem Video geht es mal um die Welle. Wenn man sich so die Wellen anschaut, hier im Meer, da gibt es im Buddhismus so einen schönen Vergleich. Und zwar ist die Welle wie ein Leben, wie ein Menschenleben. Und wenn ihr eine Welle seht hier, da hat sie gerade ihr Ende, die Welle. Die Welle hat ein Ende und einen Anfang. Und genauso ist es mit dem Leben und dem Tod. Mit Freuden und Leiden in dieser Welt so. Und die Welle erzeugt sich selber Leid, genauso wie wir uns selber Leid erzeugen. Mit unseren Anhaftungen an Vorstellungen von Leben und Tod, von Alter, Geburt, Krankheit. Und wenn die Welle Angst davor hat, weil sie erkennt, hey, sie ist entstanden und da vorne kommt jetzt der Strand und sie hört dann wieder auf zu existieren. Wenn die Welle sich aber bewusst macht, dass sie auch Wasser ist, dann muss sie nicht mehr leiden. Sie ist vorher Wasser, sie ist jetzt Wasser. Und dann kann die Welle im Moment Glück empfinden. Und genauso ist es mit den Anhaftungen, die wir von Leben und Tod haben. Das sind nur Vorstellungen, im Prinzip gibt es kein Getrenntsein. Was ja auch im Buddhismus eben gelehrt wird, das Intersein, das gegenseitige Abhängigsein von allem. Und wenn ihr euch zum Beispiel anschaut, der Mensch besteht auch nur aus Elementen, die nicht menschlich sind, aus Wasser, Luft, Erde, Mineralien eben. Und alles nicht menschlich. Daraus baut sich dann dieser menschliche Körper auf. Und im Prinzip ist alles auf dieser Welt verknüpft. Alles entsteht aus den Elementen. Und man kann alles in allem erkennen. Und wenn man wirklich tief in so eine Wahrheit reinschaut, wirklich das tief erkennt, dann findet man absolutes Glück, auch im Moment. Weil sobald die Welle sich bewusst wird, dass sie Wasser wird, auch wenn sie sich noch eben im Leben befindet, genauso wie wir es in unserem Leben schon erkennen können, dass wir alle eins sind im Prinzip, dann empfindet man wahres Glück, so wahre Freude. Man lässt sich nicht mehr von den Höhen und Tiefen, von Geburt und Tod in Leiden verwerfen, sondern man erkennt, eben alles voneinander abhängig ist, dass nichts ohne das andere existieren kann, dass es kein Gut ohne Schlecht geben kann, kein Hoch ohne Tief, dass es alles relative Wahrheiten sind. Und, aber die absoluten Wahrheiten sind eben, dass alles eins ist. Du kannst in einem Buch kannst du genauso die Sonne wiedererkennen, wodurch der Baum gewachsen ist, der dann das Papier für das Buch gestellt hat. Genauso kannst du in dem Buch einen Arbeiter erkennen, der den Baum gefällt hat vielleicht. Oder das Wasser, das den Baum genährt hat, aus dem das Papier entstanden ist. Und so kannst du erkennen, dass alles in allem enthalten ist. Alles ist eins. Selbst wenn man zum Beispiel mal von einer
Urknalltheorie ausgehen würde, was manche Leute heutzutage ja machen, dann erkennt man auch, dass alles aus einem entstanden ist. Was hat man, wenn man sich ein Stück von einem Apfelkuchen abschneidet? Man hat Apfelkuchen. Und genauso, wenn das Universum alles aus einem Punkt entstanden ist, ist auch wieder alles eins, wenn man es so sieht. Und das kann man sich eben mit diesem Wellenvergleich sehr schön bewusst machen. Da kommen die Wellen rein. Alle sind sie am Sterben. Und wenn sie jetzt Angst davor hätten, wenn ihnen nicht bewusst ist, dass sie Wasser sind, dass sie eigentlich alles sind, dann erfährt man Leid. Aber wenn man das eben transzendiert, wenn man das verarbeitet, transformiert, dann erkennt man, dass alles eins ist. Man kann wahres Glück empfinden. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.